Es gibt eine Person, der gleich ein ganzes Kapitel im Bericht über die Probleme in Kiel gewidmet ist. Es ist der Redakteur Patrick Barb. Er hatte schon 2019 einen Konflikt mit dem Funkhausdirektor. Und das hat offenbar die schlechte Stimmung im Landesfunkhaus maßgeblich mitgeprägt. Barb ist langjähriger Redakteur des NDR. Auch bei ZAP hat er auch schon mal gearbeitet. Und er hat sich mit investigativen Recherchen, unter anderem zum Fall Barschel, einen Namen gemacht. In den letzten Jahren aber trat er häufiger mit bekannten Verschwörungserzählern wie Ken Jebsen oder Daniele Ganser auf. Caroline Schmidt hat sich den Fall Barb genauer angesehen. Im Mittelpunkt des Konflikts ums Landesfunkhaus in Kiel, Patrick Barb, ein altgedienter Regionalreporter, der auch investigativ arbeitete und heute in der passiven Phase seiner Altersteilzeit ist. Im aktuellen Prüfbericht des NDR kann man nachlesen, wie er 2019 der Hausleitung Behinderung oder Verhinderung einer Recherche vorwarf. Die bestritt das. Am Ende gab es einen Vergleich und Barbs Zusage, die Vorwürfe nicht mehr zu wiederholen. Diesen alten Konflikt griff Business Insider auf und nahm ihn als weiteren Beleg für die aktuellen Vorwürfe zum Klima der Angst im Landesfunkhaus und der toxischen Atmosphäre. Am Rande einer Investigativkonferenz können wir mit dem Journalismusprofessor Volker Lilienthal sprechen, der den Artikel problematisch findet. Schon deshalb, weil Barb dort als Top-Journalist bezeichnet wird. Das sei eine unzureichende Charakterisierung. Er ist sicherlich ein gestandener Journalist. Top-Journalist ist für mich etwas anderes. Lilienthal hatte kurz zuvor Barbs neues Buch rezensiert. Recherchieren, ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Barb vermittelt darin nicht nur Handwerk, er beurteilt dort auch die Lage der Republik. Es gibt in diesem Buch scharfe Wertungen von politischen Prozessen. Es gibt dort das böse Wort von der Fassadendemokratie, also die Unterstellung, unsere Demokratie ist gar keine ordentliche Demokratie. Fassadendemokratie ist ein Begriff, der in der verschwörungsideologischen Szene populär ist. Eine Internetrecherche führt zu Videos, die Barb als Interviewpartner von dortigen Szenemedien wie KenFM und Rubicon zeigen. KenFM wurde später vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir haben zum wiederholten Male Herrn Patrick Barb hier am Set. Herr Barb ist investigativer Journalist seit über 30 Jahren. Der Forscher Josef Hollenburger beobachtet diese Medien seit Jahren. Man versucht hier aufzutreten als eigentlich die wahren Kritiker, als eigentlich der wahre Journalismus. Diejenigen, die kritischer mit allen anderen umgehen würden, als das andere Journalisten machen würden. Und wenn man sich eine Person dann noch mit dazu einlädt, die als Investigativjournalist gelobt werden könnte, dann kann man das natürlich auch nochmal deutlich mehr ausschlachten und sich auch nochmal eine deutlich größere Relevanz selbst zusprechen. Und ich glaube, dass es in dem Falle auch passiert. In 2018 war Barb Gast in einer Talkrunde von KenFM. Es geht um den tiefen Staat, auch so ein Begriff, der hier gern verwendet wird und unterstellt, die wahren Mächte würden im Verborgenen agieren. Wir wollen versuchen, in dieser Sendung nicht nur die Analyse zu machen, was der tiefe Staat ist. Gibt es den? Wie können wir den erkennen? Kann man den überhaupt erkennen? Sondern eben auch, kann man den tiefen Staat überwinden? Und vor allem die Fassadendemokratie, die der tiefe Staat ja braucht. Barb widerspricht nicht. Und dann sagt er auch noch über den ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel. Er ist einer, der den tiefen Staat mit aufgebaut hat. Uwe Barschel, der in seiner Doppelfunktion als Politiker und Verbindungsmann der CIA bei Waffengeschäften den tiefen Staat in einer Schlüsselstellung repräsentiert. Das ist ein Begriff, den man zum Beispiel auch bei Donald Trump immer wieder gehört hatte, als er gesagt hat, er würde gegen einen tiefen Staat kämpfen. In dem Fall reproduziert er genau dieses Bild, dass es einen tiefen Staat gäbe und suggeriert im späteren Verlauf auch noch, dass dieser tiefe Staat immer noch weiter Bestand hätte und spielt damit auf zentrale Merkmale von Verschwörungserzählungen. Warum wurden die Auftritte Barbs in dem Artikel von Business Insider nicht erwähnt? Hierzu möchte der Chefredakteur kein Interview geben. Schriftlich teilt eine Sprecherin mit, dass es in dem Artikel nicht um das Wirken von Barb gehe, sondern um einen internen Vorgang beim NDR.